Nach vielen anspruchsvollen Inhalten dieser Sendungsreihe sind wir nun zur letzten Episode angelangt. Das letzte Sternchen haben wir uns aber noch nicht ganz verdient, denn zuerst müssen wir noch zeigen, ob wir die Inhalte auch verstanden haben. Wer ein Gefühl für die Europäische Union gewinnen konnte, weiß, dass am 9. Juni ein wichtiger Termin ansteht. Die Europawahlen finden statt und es ist notwendig, sich bis dahin zu überlegen, wer die nächsten 5 Jahre im Parlament unsere Zukunft gestalten darf. Wie wird die Wahl aussehen? Die einzelnen Mitgliedstaaten unterscheiden sich zwar manchmal in ihren Wahlverfahren, aber in jedem Land richtet sich die Anzahl der Abgeordneten nach der Bevölkerungsgröße. Das heißt, die Verteilung der Sitze im Parlament geschieht nach dem Verhältniswahlrecht. In vielen Ländern ist man mit einer gültigen Staatsbürgerschaft eines EU-Landes ab dem 18. Lebensjahr wahlberechtigt. Die Besonderheit an einigen wenigen Ländern wie Deutschland oder Österreich liegt darin, dass schon ab dem 16. Lebensjahr gewählt werden darf und soll. Die EU-Wahl ist eine wichtige Gelegenheit, bei der EU-Bürger mit ihrer Wahlstimme die politische Ausrichtung Europas mitbestimmen dürfen. In einem der ersten Episoden dieser Sendungsreihe wurden die verschiedenen größeren Fraktionen behandelt, die aktuell im Parlament vertreten sind. Zusätzlich wurden die entsprechenden Parteien aus Österreich erwähnt. Und grundsätzlich wählen eben alle EU-Bürger die Parteifunktionäre aus ihrem jeweiligen Mitgliedsland. Die Parlamentswahl versteht sich darüber hinaus als eine direkte Wahl. Das heißt, dass die Möglichkeit für das Parlament seine Stimme abzugeben ausgenutzt werden sollte. Man kann sich dazu ganz einfach über offizielle Plattformen der Europäischen Union ansehen, wer kandidiert, wofür die Parteien stehen und wessen Interessen sie vertreten wollen. Allgemein gesagt geht es am 9. Juni um nichts Geringeres als um europäische Einheit, um das Ziel der Harmonie zwischen den Völkern Europas und um die angestrebte Vollkommenheit all dieser Aspekte. Und damit hätten wir sogar endlich geklärt, wofür die 12 Sterne der EU-Fahne symbolisch stehen. Das Symbol wurde 1985 offiziell festgelegt, weil spätestens nach 2 Weltkriegen klar war, dass es für Friede und Einheit unaufhörlich zu kämpfen gilt.